Ich habe noch nie gesehen, dass er einen gehalten hat. Ausgerechnet heute ist natürlich stark. Dynamo TV wird Ihnen präsentiert von Verticalis. Wo andere aufhören, fangen wir erst an. Wir sind der Spezialist für seilunterstützte Höhenarbeit, Industrieklettern und Höhenrettung. Für alle Baumpflegearbeiten von Verticalis erhältst du 10% Rabatt. Zeige uns einfach deine Eintrittskarte, Dauerkarte oder deinen Dynamo-Mitgliedsausweis. Ajax 3-2 gewonnen gegen Koblenz. War das heute ein typisches Pokalspiel, was Sie hier gesehen haben? Ja, ich glaube, wenn man sieht, war alles im Spiel. Elfmeter, schönes Tor, Freistoßtor, Kampf. Und es ist halt ein DFB-Pokal, wo man fighten muss. Ich glaube, das haben wir getan und ich glaube auch verdient gewonnen. Erste Runde ist nie einfach und ich glaube, für die Zuschauer war es ein schöner Freitagabend. Und ihr habt ziemlich schnell gemerkt, dass Koblenz auch keine Freizeitmannschaft ist. Die sind in der 6. Minute gleich mal in Führung gegangen. Um Gottes Willen, ist eine gute Truppe auf jeden Fall. Die haben es uns sehr schwer gemacht. 1-0 haben sie geführt, dann 1-1, also ein schnelles 1-1. Dann haben wir 2-1 geführt, dann machen die das schnelle 2-2. Also ist schon vorgewillt gewesen, das Spiel. Dann noch am Ende das 3-2 von Ajax, super Schuss, schönes Tor. Am Ende des Tages ist es ein Arbeitssieg gewesen. Es ist die erste Runde gewesen, es ist nie einfach und wir sind glücklich, dass wir natürlich weiter sind. Das Leben habt ihr euch heute ein bisschen selber schwer gemacht. Ihr hättet das Spiel eigentlich schon viel eher entscheiden können. Und dann kurz vor Schluss dann der Ausgleich und dann der Markus Schubert auf der Linie. Ja, ich habe auch eine riesen Chance gehabt, bin alleine am Tormann gelaufen, den muss ich einfach reinschieben, trocken. Und ja, wir haben ein paar Chancen gehabt, aber die müssen wir nützen. Dann ist das ein Spiel einfacher für uns, aber ja, trotzdem hat er einen Elfer gehalten und ich glaube, wir haben trotzdem verdient gewonnen. Natürlich hat Koblenz alles reingeworfen, mit dem sie dagegenhalten konnten, das wussten wir auch vorher. Klar, wenn man vom Spielverlauf sich das Spiel mal nochmal so Stück für Stück anschaut, dann denke ich, es ist wirklich ein typisches Pokalspiel. Aber natürlich umso glücklicher, dass der Markus Schubert den Elfmeter gehalten hat. Du hast dich unheimlich aufgerieben vorne in der Offensive. Ein paar Sachen sind dir nicht geglückt. Dann aber das entscheidende Tor zum 3-2-Sieg. Ja, mein letztes Spiel war gegen Viktoria Berlin. Sehr lange her. Ich bin Trainer sehr dankbar, dass er mich heute die Chance gegeben hat, aufzulaufen. Ich hoffe, ich habe es zurückgezahlt. Natürlich ist mir nicht alles gelungen, aber ich denke, viele Sachen schon. Ein Wort zur Stimmung. Wir hatten heute ein Auswärtsspiel hier in Zwickau. Ein bisschen bitter für die Koblenzer Fans, dass sie so weit reisen mussten. Aber wie hast du die Stimmung hier erlebt im Stadion? Ja, wie ich die Stimmung jetzt von uns gewohnt ist. Also ich muss wieder sagen, großes Kompliment an die Fans, dass wieder so viele hergekommen sind, dass sie uns wieder so unterstützt haben. Ich glaube, das pusht uns extrem. Mich natürlich noch mehr, glaube ich, weil ich es noch nicht so gewohnt bin, dass so viele immer kommen. Und ja, mich freut es einfach, vor so einer Kulisse spielen zu können. Und du hast eine Auszeichnung bekommen. Kannst du dir mal zeigen? Was ist das für eine Auszeichnung gewesen? Ach so, ja, Man of the Match. Aber ich glaube, der Schubert hat auch einen ganz großen Anteil und in dem Alter so eine Leistung abzurufen, vollen Respekt. Und du hast einen maßgeblichen Anteil daran, an dem Erfolg, weil du nämlich kurz vor Schluss den Elfmeter gehalten hast. Ja gut, ich habe auch das 2-2 verschuldet, deswegen ist auch ein bisschen Demut. Deswegen bin ich auch froh, dass Ajax natürlich, war es Ajax der Torschütze, dass Ajax das 3-2 gemacht hat. Dann kommt natürlich der Elfmeter und hoffe, ich habe den Fehler ein bisschen wieder gut gemacht. Auf jeden Fall. Und wie hast du den Elfmeter gehalten? Kannst du es mal kurz beschreiben? Ja, wir haben natürlich seit gestern die Elfmeter angeguckt von Koblenz. Aber ja, das war einfach Bauchgefühl. Ich bin in die rechte Ecke gehüpft. Und er schießt, glaube ich, ein bisschen in die Mitte und konnte den halt mit dem Fuß halten. Trainiert er eigentlich Elfmeter in der Woche über? Nö, eigentlich gar nicht. Okay, also kannst nicht sagen, dass es unbedingt ein Elfmeter-Killer ist, sondern... Ja, hat man heute gesehen, ne? Schlecht war es ja nicht, was er gemacht hat. Und am Ende des Tages entscheidet nur eins, dass er den gehalten hat. Ja, manchmal probieren die Jungs Elfmeter und ich habe noch nie gesehen, dass er einen gehalten hat. Ausgerechnet heute ist natürlich stark, hat sehr lange gewartet. Echt richtig gut gehalten. Bin sehr froh, dass er den gehalten hat. Ja, ich denke, seit heute ist er der Elfmeterkiller. Ja, natürlich schießt man am Training mal ein paar Elfmeter. Aber natürlich umso geiler, wie ihn gehalten hat. Ich denke, der Schütze wollte in die Mitte schießen und der Schubi gut reagiert. Trainierst du Elfmeter auch unter der Woche auf dem Platz? Ja, also trainieren nicht. Da kommt ab und zu mal ein Spieler an, komm Schubi, lass mal einen Elfmeter schießen. Also so speziell trainieren kann man Elfmeter nicht.